Hallo und jetzt willkommen zurück hier zu Satisfactory. Wir machen hier wieder weiter. So, kann ich eigentlich noch was? Naja, ich weiß nicht. Gut, wir machen wieder weiter hier bei der ganzen Geschichte. Probieren mal noch ein bisschen was. So. Passt. Wir haben jetzt Kohlekraft, also Strom aus der Kohle. Jetzt gehen wir mal her und wollen die Fabrik eventuell ein bisschen aufdrehen. Wir drehen auf, wir stehen auf. Gemeinsam sind wir stärker. Wer kennt es denn noch? Es ist was Altes. Es ist aus, ja, aus was war es denn? Aus Digimon, ne? Ja. Gut, ich habe jetzt vergessen eigentlich da zwischen das Kohleband einen Puffer zu hängen. Ja, es ist im Prinzip auch wieder so eine Sache. Puffer sind immer schön und gut, ne? Aber wenn du dann eben in der Zeit nicht dazu kommst, den Puffer zu... bevor der leer ist, also das Problem zu beheben und dann deine Teile weg sind, dann bringt dir der Puffer auch nichts. Egal, wir können später noch was abzwacken, also abzweigen. Und dann müssten wir nur irgendwie gucken, dass wir dann irgendwie wieder ein Band zurückführen, da, dass wir dann sozusagen ein Kohle-Backup haben. Dass im Prinzip das, was übrig ist, immer abgeschöpft wird und dann wieder zurückgegeben wird. Je nachdem, dass wir da dann so einen Kohlekreislauf so ein bisschen haben, ne? Ja. Okay. Mal gucken. Ich wollte, glaube ich, Eisenplatten machen. Ja, naja. Viel gibt es nicht. Das ist aber wegen den blöden Schrauben. Und da arbeiten wir jetzt dran. Dass wir jetzt bald einmal genug Schrauben da haben. Ich habe vorgesehen, hier eine Stangenproduktion zu machen. Hier. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, wie ich es denn gestalten möchte. Einfach ungefähr so, wie ich es vorhatte, wie bei den Eisenplatten. So, wie viel habe ich jetzt schon? Gleich habe ich 1000, okay. Ja, aber ihr seht, es dauert. Also, er braucht ja da immer sehr viele Schrauben davon. Oder nicht nur Schrauben, sondern eigentlich so einen ganzen Kasten, ne? Also der braucht da, ich weiß ja nicht, wie viel normalerweise in so einem Kistchen drin ist, in so einer Schäferkiste hier, wenn man es noch so will. Also ich kenne halt von früher, diese Kistchen hier heißen Schäferkisten. Von der Firma Schäfer, die das einfach entwickelt haben, deswegen kommt der Name und das hat sich einfach so eingebürgert oder eingedeutscht sozusagen, dass man sagt Schäferkiste, ne? Man kann auch einfach sagen Metallkiste, ne? Oder Plastikkiste, je nachdem. Die hat es in Metall und in Plastik hat es die, oder gibt es die? Ich wollte schon sagen gegeben. Die gibt es ja auch noch. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt auf einmal kaputt sind oder weg sind. So. Ja, jetzt habe ich natürlich die Kohle noch im Inventar rumfliegen. Wie viele Platten haben wir jetzt? Das haben wir, glaube ich, 20, für, dass wir hier die ins Hub reingeben können. Zack, ja. Jetzt haben wir wieder 35 und dann möchte ich noch ein paar Rotoren haben. Wir hauen auf die Rotoren. Naja, gut, das ist glaube ich nicht so gut. Mal da drauf hauen. Was brauchen wir da nochmal? Da brauchen wir. Nee. Ja. Da brauchen wir auch wieder Schrauben. Das ist doch. Bim, 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 bim. Das Geräusch, ne? Das kann einem in der Nacht verfolgen. Wenn die ganze Zeit an den Ding steht und macht big, 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 big. 300 Stangen haben wir jetzt noch. Okay. Sortieren erstmal da. Ich finde die Funktion praktisch, die kann man oft verwenden. Rotoren, dann machen wir mal hier 20 Rotoren, dann können wir die Forschung abschicken. Ich möchte eigentlich gern so ein bisschen die Technologie vorandrücken natürlich, ne? Ich möchte aber auch die Fabrik ausbauen. Das ist so, so, ja, so ein Hin und Her immer, ja. So, okay. Aber ich finde halt die Drohne auch immer geil, wenn die abfliegt. Ja, wir haben schon wieder nur noch 1,60 von denen hier, okay. Merk. Und Feurio. Logistik Mod 2. Milestone reached. We encourage you to consider more verticality when it comes to factory logistics to streamline short range. Mehr Vertikalität in Betracht ziehen, um die, ja. Okay. Ich habe es gar nicht so schnell lesen können, egal. So, das ist jetzt auch noch suboptimal. Wir können nach Pilzen scannen, wenn wir da einen Pilz reinwerfen. Haben wir eigentlich gerade Pilze da? Ja, die Pilze haben wir alle verspeist, ne? Ja, verknuspert. Egal. Aber ich brauche einfach nicht nach den Pilzen scannen. Das ist Schwachsinn. Das stört mich, als wenn ich dann scroll und bin auf dem falschen Ding und dann, ja, ich habe doch das und das gesucht. So, warte mal. Jetzt bin ich natürlich wieder raus. Perfekt. Wir wollten hier ein neues Rezept suchen.
Medizinischer Inhalator macht der Sinn zu erforschen, dann wäre die Stufe 3 fertig. Können wir eigentlich mal weglassen. Das wäre dann hier noch das hier. Der große Lagercontainer. Der, wobei ich mir wünschen würde, dass der zum Beispiel 2 Aus- und Eingänge hätte oder so. Das wäre vielleicht schöner. Oder was auch lustig gewesen wäre, wenn man zum Beispiel die alten Lagercontainer sozusagen aufeinander stapeln und dann verbinden könnte. Also so. Ja, wisst ihr schon. Sozusagen, dass die als so einen großen hier gelten hier, ne? Natürlich ist dann der effizienter, weil es einer ist ja und klar. Also da brauchen wir jede Menge Kupferkabel und da brauchen wir auch schon Motoren. Ihr seht bei der Stufe 4, ja. Das wird schwieriger. Hier brauchen wir nur Rotoren und diese komischen Kästen hier. Da können wir jetzt jede Menge freischalten. Den Minator 2 zum Beispiel, den hätte ich gern. Und natürlich die Motoren, die wir brauchen. Und schwere Modulrahmen, Statoren, das ist alles für den Motor. Also ich habe ja schon erklärt, wie ein Motor zusammengebaut wird aus einem Stator und einem Rotor zum Beispiel hier. Ne? Und ja, und der Stator, wie es eigentlich schon heißt, statisch, ist feststehend. Und encased in a steel beam, ja, das hat mir immer noch kein irgendwie, hat immer noch keine deutsche Übersetzung. Und auch hier steel beam, das sind einfach Stahlträger, aber es sind ein bisschen eigenartige Stahlträger, finde ich, oder? Man sieht, ja, man sieht, es sind, ja doch, man sieht es ganz schwach. Das sind solche E-Stahlträger hier. Oder Doppel-T-Stahlträger, sagt man dazu auch. Naja gut, es wird irgendwann wahrscheinlich übersetzt. Dasselbe ist hier wie Minator. Das ist wie Terminator sozusagen. Wer sagt denn sowas hier? Minator. Naja, wollen wir nicht drauf rumhacken. Es ist einfach so. Also ich kann ja immer noch nicht hier das wieder reinpacken. Nee, das haben sie behoben, dass es nicht geht. Die Drohne kehrt in 5 Minuten zurück. So. Jetzt. Ich baue mir mal noch mal ein paar Kabel. Aber für die nächste Stufe brauchen wir sowieso einen Haufen Kabel. Wir müssen wahrscheinlich noch mal hoch zum Kupfer. Ja. Aber die blöde Kohle werde ich jetzt aus meinem Inventar gar nicht los. Da habe ich ein bisschen geschnarcht, die hätte ich gleich in die Kraftwerke stecken sollen. So, ich mache es jetzt einfach mal absichtlich, dass ich jetzt mal hier 300 Kabel in meinem Inventar habe. Einfach dafür, dass wenn die Drohne zurückkommt, dann können wir das nicht gleich reinstopfen. Ich meine, wir brauchen nachher eh wieder diese Spulen hier, diese... Ich will immer sagen Tesla-Spulen. Ja, weil es halt so aussieht, ne, so ein bisschen. Diese Kupferdraht-Dinger da. Bim, Ankunft. So. Ja, schöner Ausblick hier nach oben. Ja, und hier kommt das Kohleband, das fällt fast nicht auf. Komisches Gerät hier. Was ist denn das? Ja. Das habe ich gerade gedacht, das wäre ein Mini-Grinder oder so. Aber ich glaube, das ist ein Schweißgerät. Okay. Natur! Weg mit dir! Pfui! 5 Blätter, 1 Blütenblatt. Na toll, dankeschön. Das hat sich wieder gelohnt hier. Ich hebe hier ein bisschen was auf. Zack, bums, und das fliegt. Wisst ihr was? Das fliegt einfach raus. Das fliegt einfach raus, so. Könnt ihr auch überall Kisten hinstellen. Ich meine, jetzt habe ich vor, das nachher hier umzurüsten hier. Also das hier, dass die Stangen hier nicht mehr produziert werden. Und das dann auch noch Platten macht. Und jetzt habe ich vor, hier aus dem Eisen hier noch einmal eben hier so Schmelzen hinzubauen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das denn realisieren gescheit. Also wir müssen hier wahrscheinlich ein Stück vorrucken. Weil wir kriegen das nicht gebacken hier. Ich habe hier jetzt zum Beispiel eine Lagerzelle gebaut. Das könnten wir eventuell was... Ups. Wir könnten eventuell was machen, indem wir da oben drauf noch einen Container stellen. Das Erz von dem in den Container reinlaufen lassen als Puffer. Aber ja, wozu brauche ich das? Das ist die große Preisfrage. Brauche ich den Puffer? Ich weiß es nicht. Ist eh jetzt erstmal hier die Frage, wie ich das mit dem Band hier gescheit hinbekomme. Ich meine, bisher habe ich ja immer Freistil gemacht. Es gibt jetzt auch diese komischen... Diese...
Ja, diese Dreier-Dinger da, wo man aufeinander stapeln kann. Die sollte man vielleicht auch mal irgendwann verwenden, um da ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Hat er jetzt eigentlich schon einen Stromanschluss? Nee, ne? Natürlich nicht. Aber wir haben noch einen Port frei an der Stromleitung. Ich gehe mal. Ja, eigentlich können wir den verwenden. Wir haben jetzt wieder einen noch frei. Wir haben immer nur noch einen frei. Das ist immer so. Wir könnten auch tatsächlich, aber das wird nichts bringen. Nee, das bringt nichts. Wir müssen da eine eigene Lagereinheit machen. So, habe ich denn die Lager hier gespeichert? Nein. Logistik. Förderband, Stapelmast, der Stapelbar. Ein stapelbarer Fördermast mit fixer Höhe. Also der hat halt seine Höhe und fertig aus. Den kannst du nicht ausziehen. Wir können jetzt die zweiten, die schnelleren Bänder bauen. Da brauchen wir hier die verstärkten Platten. So. Weiter geht's. Organisation. Fahrzeuge, Schlepper und LKW-Stationen können wir natürlich machen. Wir werden uns irgendwann einen LKW bauen. Mit der Station weiß ich noch nicht, wie wir es einsetzen werden. Mit der Kohle war es ja schlecht, weil, ja, das ist ein bisschen schlecht, da hinzufahren. Beziehungsweise, wenn man, ja, wobei, jetzt geht's auch nicht. Ihr müsst mal gucken. Ich müsste mir da erst eine Straße machen. Hier haben wir noch die ganzen Sachen hier freigeschaltet. Das haben wir noch gar nicht angeguckt, aber das wollen wir auch nicht oder brauchen wir nicht. Wir wollen eigentlich nur den Lagercontainer. Wenn ich den jetzt mal hier oben drauf klatsch, dann möchte ich hier bitte ein Förderband haben. Ja, Förderband ist zu steil. So, wie geht's denn? Wie geht das Ganze? Ja, man müsste jetzt hier klicken können und dann den Ding hochziehen können, damit man die Höhe so einstellt. Das heißt, ich brauche hier erstmal einen Masten. Ein Must-Have. Ja, die Frage ist wieder, ob er dann wieder irgendwie rummeckert hier von wegen, ja, das ist wieder nicht genug Freiplatz hier. Ja, zum Beispiel das mag er zum Beispiel schon wieder nicht mehr. Tut auch wieder ganz komisch hier. Also hier oben zum Beispiel, da sieht man ja, so in etwa könnte er es ja hier auch machen. So, ich muss mal gucken, ob ich da vielleicht nochmal einen hier hinbaue oder ob wir es irgendwie jetzt gebacken kriegen, dass er hier einen gescheiten... Naja, der kriegt mir hier keinen gescheiten Radius ran. Wenn man hier noch so ein... Könnte mal so rumdrehen, vielleicht bringt uns das was. Ja, was hat er da jetzt für ein Problem? Das Förderband ist zu steil. Okay, er meckert immer noch wegen der Steilheit rum. Nicht wegen der Geilheit, wenn das jetzt eher einer gesagt hätte, ja. Ja? Geilheit, ja. Dann, wenn ich das auf der Höhe mache, wenn ich mal so hoch nehme. Nee, was soll denn der Quatsch? So, warte mal, das ist, glaube ich, verkehrt rum. Das läuft gerade verkehrt rum. Oder ne, es läuft richtig um. Ja, da habe ich mich verguckt. Also das geht auf jeden Fall. Können wir das vielleicht nochmal ein bisschen anders tarieren, dass ich vielleicht hier hinten einen Fördermast noch hin... das ist ein bisschen da. Da den Mast hinstellen, ob das vielleicht funktioniert. Na, was soll denn der Quatsch hier? Ich muss jetzt wieder gucken, ob das Band richtig rumläuft. Ja, es läuft rein zu, es muss rein zu laufen. Das ist der springende Punkt. Boing, boing, boing. So, und hier, das können wir vergessen, egal wie. Auf jeden Fall erstmal nicht genügend Freiraum. Ich muss hier mal aufpassen, dass ich das Foundation nicht wegreiße. So aus Versehen. Das ist immer so ein bisschen so eine Friemelarbeit, so eine Physik für sich eigentlich. Das sind Bändern, das ist zu steil, ne? Ja. Was wäre, wenn ich das jetzt auf die, erstmal auf die Höhe bringe hier, dass ich die Kurve kriege? Was soll denn das? Nicht genug, ach so, ja, aber da ist doch genug Freiraum. Eigentlich ist da genug Freiraum.
Das ist immer so eine Meldung, die eigentlich, die möchte man nicht hören, ne? Ich sehe da, dass da eigentlich genug Freiraum ist. So, und jetzt? Ja, okay, ich hätte den eigentlich weiter vorziehen müssen. Machen wir es mal so. Was mache ich da eigentlich für einen Quatsch? Ah, ne, passt. Passt, ne, ich habe nichts gesagt. Es ist in Ordnung hier. Ja, doch, so können wir es lassen. Jawohl. Und dann von dem machen wir da hier. Bzzzp. Da müssen wir dann hier unten. Ja, ich muss jetzt nochmal gucken, wie ich das zurecht friemel, dass ich hier wieder runterkomme. Das wird zu hart hier, das ist. Ich könnte hier tatsächlich. Auf dem Dinger könnte ich mir abstellen erstmal hier, ne? Warte mal, kann ich vielleicht. Ne, den Fördermast kann ich hier noch nicht mal hier hin platzieren. Okay. Schade. Das macht er also nicht. So, und jetzt muss ich da die Kurve bekommen, aber ich. Ja, ich komme hier nicht. Nee. Ich bekomme ihn hier nicht rum. Ja, da ist er nämlich zu weit an der einen Schmelze schon hier. Da motzt er rum, er hat nicht genug Freiraum. Schade. Ja, oder wir vergessen das mit dem Speicher ganz einfach. Und lassen das mal umgepuffert, weil wir haben ja schon. Naja, gut, das ist. Ich krieg's halt nicht mehr hier rum, da ist halt wirklich. Ich hab eigentlich ehrlich gesagt halt wieder hier zu eng gebaut, ne? Beziehungsweise wartet mal, Leute, müssen wir. Wir müssen doch nicht hier, das ist doch nicht in Stein gemeißelt, dass wir das jetzt hier hinbauen müssen. Wir können das doch einfach hier fortführen. Wenn wir jetzt das Band einfach hier nehmen. Das können wir noch wegreißen hier. Nein. Das wäre jetzt lustig geworden. Das Ganze abreißen, dann boah, der ganze Inhalt, die 2400 Dinger hier. Hier alles raus. Oder was Band ist das? 2400? Erster? Ernsthaft? So, wir machen das mal so. Genau, einmal durch die Masten durch. Nee, das machen wir nicht. Die Masten, mit denen habe ich noch was vor. Das heißt, wir würden das hier runterlaufen lassen. Also es wird schon sehr eng wieder. Ich sehe es ja. Aber das wird man so laufen lassen hier erstmal. Und dann werde ich mal hier schmelzen. Ja, wobei ich muss hier. Hier muss ich mal gucken, wie ich es mache. Das wird jetzt einfach mal probiert. Habe ich die Schmelzen hier im Schnellzugriff? Nein. Ja, ist gut. Das wisse ich jetzt hier. Wände, bla 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 bla. Ja, für alle Leute, die Gebäude bauen wollen, hier sind die ganzen Sachen hier drin. Ich mache jetzt einfach mal so, wie ich das jetzt hier für richtig halte. Quatsch. Falsch. Wir wollen doch keine. Wir wollen Produktion. Schmelzerei. Schmelzkäserei. Ja gut, die eine kann ich noch hier hinbauen. Und dann eventuell. Aber ich platziere es einmal kurz. Und jetzt gucke ich mal, wie ich mit dem Band zurechtkomme. Okay. Also das Band ist überhaupt kein Problem. Die zweite, wenn ich die jetzt noch daher stelle. Mir fehlt jetzt irgendwie Q-Funktion, also wie bei Factorio, dass man einfach mal Q drückt und dann. Ah, warte mal, dann habe ich jetzt sowieso eins weiter zurückgesetzt. Das stimmt ja gar nicht, ja. Da habe ich gar nicht beim Platzieren drauf geachtet. So, Schmelzer. Komm, wir lassen hier mal eine
kleinere Lücke hier frei. Das muss nicht hier so hart aneinander gegrenzt werden, aber die könnte ich jetzt gerne wieder hier, weil die ja für andere Dinger zuständig sind. So, wie bei den anderen auch, hier drei schmelzen und gleich einfärben hier. So. Wir brauchen wahrscheinlich einen weiteren Strommast so oder so. Ja. Zack. Gleich lackieren. Dann hau ich das mal auf die Masten. Ja, wir müssen ja. 3 von 4. Ja, jetzt müssen wir noch einen bauen. Plupp. Ja, ja, da habe ich was entdeckt hier, diese Fahrpistole. So. Dann, du machst mir bitte Eisenbarren. Du machst mir bitte Eisenbarren. Du machst mir bitte auch Eisenbarren. Wer hätte das gedacht? So. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. So. Jo. Das erste Förderband hier anschließen, aber dann können wir, ja. Das wird jetzt ein bisschen lustig. Oh mein Gott. Das wird leider unschön. Wie wär's, wenn wir das erste, aber nicht so. Wenn wir das erste da anschließen, das wäre vielleicht eine Idee. Ja, eins hätte ich gerne noch weiter vor. Warte. Ach komm. Das ist manchmal so ein bisschen friegelig, deswegen komm. Jetzt wollen wir nicht päpstlicher sein wie der Papst hier. Wir wollen einen Splitter haben, aber nicht im Finger. Das möchte ich nur betonen. Ich weiß, der Witz ist irgendwie schon alt und ausgekaut. So. Aber ich bringe halt immer wieder mal. Ganz gern. Das geht jetzt direkt. Das ist schön. So, apropos, warte mal, bevor der mir jetzt... Ich habe hier noch ein bisschen Eisenerz. So. Blub. Ja, Bänder können wir nicht einfärben. Das haben wir schon probiert. So. Ich mache jetzt keinen zweiten Teiler hier rein, sondern ich mache jetzt hier von dem Teiler wieder eine Fließbandverlegung, die seinesgleichen mal wieder sucht hier. Direkt anschließend ist nichts. Aber das würde funktionieren, okay. Das geht nicht. Da geht es. Ah. Gerade ging es doch noch. Ah ja, doch, es geht. Ha! Es ist jetzt nicht die schönste Verlegung und ja. Den Stützfuß hier, den mache ich jetzt einmal eigentlich mal wieder weg hier. Ja, das ragt hier wieder natürlich ins Kohleband rein. Okay. Ich sag ja, ich habe die Kunst des Engbauens. Das wisst ihr von mir wirklich von Factorio. Ich baue da auch immer viel zu eng. So, und jetzt. Und jetzt. Jetzt wird hier natürlich das Eisen drauf gegeben. Ja, das wird jetzt ein bisschen, das wird jetzt ein bisschen spezial oder ein bisschen kompliziert. Also gut, ein Fusionierer. Die Frage ist, ob ich das, wie nah kann ich das Ding hier platzieren, dass ich hier noch ein Band dazwischen packen kann. Ich denke mal so, oder? Ja, es ist verrückt, das geht nicht. Das ist verrückt. Jetzt ist er auf einer Linie, genau. Ja, und hier, da ist er auch nicht mehr im Raster. Das ist komisch hier. Da gleitet er doch komplett auf der Linie. Das ist ein bisschen eigenartig. Jetzt sind wir im Raster und jetzt haben wir auch genau... Boah, da, wenn man da zu lang hingucken, können einem auch die Augen übergehen.
gleich mal färben. Ja, das müssen wir eh nochmal abreißen gleich. So. Einmal. Ja, wie gesagt, jetzt wird es lustig. Jetzt schließen wir den wieder an hier. Und dann müssen wir noch den da hinten anschließen. Na gut, wobei so. Schade, das blickt da wieder nicht. Nicht genügend Freiraum. Jetzt muss ich improvisieren. Er sagt mir nicht genügend Freiraum. Warum? So, nee. Oder vielleicht mal andersrum probieren. Wenn du nichts weiter machst. Das reicht ums. Hat das ist ja jetzt hier der Witz, ja. Echt jetzt. Das ist jetzt der Witz. Das ist der Witz des Jahrhunderts. Da kriegt er die Kurve nicht. Na ja, gut, Moment. Wir müssen nochmal abreißen. Vielleicht kriege ich den noch ein bisschen näher an die Fabrik hier. Also an den Kasten hier. Das geht, aber jetzt müssen wir nur mal ansatzweise gucken. Nicht genug, ja. Genau, das habe ich mir jetzt gedacht. Da hat er nicht genug Freiraum. Ja, wir müssten den Dinger vielleicht ein bisschen weiter wegsetzen dann. Das also hier wäre am Strahl, aber das mit dem Freiraum ist so eine Geschichte, wie gesagt. Nochmal probieren, aber es wird. Ah ne, jetzt geht's. Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich hier das Band hier irgendwie reinfutzel. Hä? Funktioniert das? Oh ja, es funktioniert, okay. Boah, das ist aber wirklich schon an der Grenze der Machbarkeit. Absolut an der Grenze. Jetzt klappt's auch. Oh Mann, ey. Oder warte mal, kriegen wir vielleicht noch ein bisschen schöner her und nicht mit so vielen Absetzern. Das auf einen Rutsch kriegen, ja. Jawohl, das ist schön so. Weil das später auch beim Aktualisieren der Bänder dann, sonst hast du immer da, musst du eins machen, dann musst du da noch ein Feld machen, weil das dann genau diese Absetzer hier dann speichert. So, plupp, das nochmal hier färben. So, dann wäre die Metallproduktion hier schon mal fertig. So, und jetzt geht es hier dann knick und da, ja. Und jetzt müssen wir natürlich dann das eine ändern hier. Das müssen wir dann auch anders anschließen. Moment mal, was haben wir eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier genau gemacht haben. Wir haben das geteilt. Weil wir da zwei mit den Bedingsen können. Vom Prinzip her. Fliegt das Ding hier raus. Da muss ich dann wieder Eisen anschließen. Eigentlich war das ein Quatsch, was ich hier gemacht habe. Ja, weil das haben wir ja. Oh je, Mensch. Oh. Also ich mache schon mal Folgendes. Das kommt raus. Das kommt raus. Das kommt ab. Das kommt ab. Jetzt haben wir da schön, so schön da hier an den Grenzen gearbeitet. Und ja, dabei habe ich es eigentlich nur verkehrt gemacht, wie ich es eigentlich gedacht hatte. So, das geht jetzt hier nämlich direkt den über.
Und dann müssen wir hier nämlich noch was ändern. Das fliegt ja jetzt auch weg. So, und zwar, der macht mir jetzt hier, nee, der bleibt, der macht Eisenstangen weiter. Der macht weiterhin dann Platten. Produktion, Rezepte, Eisenplatten macht er jetzt dann. So, hat er dem jetzt in die Hand gedrückt? Ich weiß es gerade gar nicht. Weil ich hätte eigentlich erst die Dinger rausnehmen sollen. So, dann kommt... Ups, nee. Demontieren wollte ich machen. Das kommt weg. Das kommt weg. So, und jetzt wird es nämlich hier an seinen vorgefertigten Ort angeschlossen hier. Das sind die Umbaumaßnahmen. Genau, sowas vorgesehen. Ja, genau. Das sieht richtig geil aus jetzt hier. So, natürlich ist jetzt die Lagerhalle. Ich stehe jetzt hier ein bisschen blöd. Ne? Aber ich kann die jetzt nicht einfach hier abreißen und neu. Da ist so viel Material drin. Ich weiß gar nicht, das wird dann auf den Boden gestapelt. Ich möchte es irgendwie nicht wirklich ausprobieren, weil, ja. Hinternach funktioniert das nicht. Konstruktor, Eisenstange, okay. Konstrukteur, warte mal, nee, da stimmt noch was nicht. Zack, zack, zack. Ja, doch, ich hab's, jetzt weiß ich's wie. Falsche Taste. Konstruktor. Das wäre ohne zusätzliche Energieversorgung gar nicht gegangen hier, wenn wir das, wie wir es jetzt vorhaben. So, dann brauche ich einen Merger. Das ist die Nummer 8. Ein Fusionierer. Genau, du sollst dich mit dem hier kurz schließen, sozusagen. So nah wie es geht. Dann machen wir hier die Verbindung rein. Dann machen wir da die Verbindung rein. Beziehungsweise, warte mal. Ich muss leider noch mal abbrechen. So, du machst mir bitte Eisenstangen. Da kann ich nämlich in die Barren reinhauen. Der braucht natürlich noch Strom. So, da haben wir schon fertig belegt. Da haben wir noch zwei Anschlüsse. Ja, die Strommasten tun leider keinem Raster folgen. Das ist ein bisschen schade. So, jetzt machen wir... Wollen wir hier hinten einfach noch einen Mast hinstellen? Weil der ist, glaube ich, auch voll, oder? Nee. Okay, der war noch frei. Ja, gut. Dann brauchen wir keinen freilassen mehr. So, dann nehmen wir den. Boah, das wird ein Gewiss... Ein Gewirre hier an Masten... Quatsch, an Strom. Einmal. Und hier nochmal. Ja, ein geht immer von den Crown sozusagen weg und dann haben wir, ja. So, wir verteilen unseren Strom hier und jetzt möchte ich nämlich erstmal gucken. Ja, darf ich mal hier? Ja, danke. Ich möchte nämlich erstmal gucken, ob der hier Verbindung hat. Jawohl, klappt. Da bin ich mir nämlich immer unsicher, dass das Förderband noch richtig läuft. Ich habe das nämlich schon gehabt, dass das dann nur so pseudo verbunden war und dann auch nicht mehr ging. Aber es waren teilweise auch Änderungen, die dann durchgeführt worden sind und dann ja hat es das natürlich alles zerschlagen. Eisenstangen. So. Jetzt sind wir noch nicht ganz fertig. Einmal hier. Einmal da.
Wie wunderbar. So, kann ich mal irgendwo hochklettern? Ich will mir das kurz angucken. Also, man kann überall hochklettern, außer auf den Schmelzen. Da geht's nicht. Ja. Doch, auf den Schmelzen geht's auch, aber halt hier nicht so hoch. Also, sieht eigentlich ganz gut aus. Es gefällt mir auch so mit dem... Normalerweise hier mache ich immer so 90 Grad Winkel und alles mögliche. So Factorio-mäßig, ne? Aber ja. In dem Spiel können wir leider nicht so bauen, wie wir das gerne hätten. Also, naja, könnte man schon, aber es wird halt dann schwierig, das so zu machen. Da wirst du alt und grau, bis du das mal so weit hast. So, bevor hier mit einer Mosert, ich habe hier einen Strommast vergessen. Nein, habe ich nicht. Ich habe es lackiert und wie gesagt, die Bänder kann ich leider nicht. Dass die jetzt zum Beispiel hier einen grünen Streifen kriegen, nö, macht er nicht. Schade. Aber naja, die Farbding ist eh eine Spielerei. Gut, jetzt hätten wir die Eisenstangenproduktion entkoppelt als eigenständige Eisenstangenproduktion. Jetzt ist die Frage, was wir damit anfangen. Ja, nochmal so eine Produktion wird man nochmal aufbauen. Nämlich, wir haben hier hinten noch Eisen hinter dem Space Lift. Die eine Produktion, die eine Eisenstangenproduktion ist für Schrauben vorgesehen. Ah, jetzt sei wieder. Ah, Mann! Wieder falsch im gezogen. Die eine ist für die Schraubenproduktion vorgesehen und die anderen Eisenstangen brauchen wir für was anderes noch. Für, ja, mal schauen was. Und jetzt werde ich aber erstmal sagen, wir sind schon wieder bei 35 Minuten drüber. Die Folge wird jetzt hier enden. Ich sage wieder vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Man kann es nicht oft genug sagen. Bleibt mir erhalten. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Da kommt noch mehr. Das ist ein tolles Spiel. Wir sind ja auch erst bei Tier 3, Tier 4. Naja gut, eigentlich gefühlt mir erst bei Tier 2. Ja, also bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.